Nicole, du bist zwar nicht hier im Allgäu geboren, aber hier aufgewachsen, hast hier das Langlaufen gelernt. Inwiefern ist es die Initiative Allgäu 21 eine Herzensangelegenheit für dich? Ja, also ja, das ist eigentlich das Perfekte oder auf mich abgestimmt oder passt perfekt zu mir und es ist total schön, dass einfach ein paar junge Leute um mich rum habe und die mit mir trainieren und die das Gleiche so auch mit mir leben und denen es so Spaß macht wie mir auch. Und darum bin ich echt oder total glücklich, dass ich da auch mit dabei sein kann und darf und wirklich so das Allgäu sportlich ein bisschen näher zu bringen, ja. Jetzt stellt sich die Frage, ist die WM 2021 überhaupt noch relevant für dich? Du wärst dann ja fast 38, was jetzt noch nicht, grundsätzlich noch nicht gegen eine Teilnahme sprechen würde, aber wie schaut es da aus, planungstechnisch? Ja, klar, es ist natürlich nur eine Zeit bis dahin, sag niemals nie. Ja, also wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich will es jetzt nicht ganz ausschließen. Ich will jetzt aber auch noch nicht sagen, okay, ich habe mir also wirklich noch kein Limit gesetzt oder kein Datum, bis da und da will ich es machen. Und ich mache es so, wie es gerade geht, wie es mir geht, so gesundheitlich und wie alles passt, wie es mir Spaß macht. Und warum nicht bis 21? Wenn man sich deine Lehrgangsplanung diese Saison so ansieht, hast du ja extra Höhentage eingeplant dieses Mal. Ist das so ein spezielles Konzept von dir für dich in der Vorbereitung auf die Olympiasaison? Ja, ich habe das letztes Jahr schon gemacht und die Jahre davor eigentlich auch schon immer mal wieder und es hat mir ganz gut getan. Und ich habe eigentlich meine besten Rennen nach der Höhe oder nach diesem Konzept auch gehabt oder machen können und habe das letztes Jahr auch intensiver nochmal ein bisschen gemacht gehabt, um einfach auch das nochmal zu testen für die Olympiade und dass natürlich auch nochmal Sachen rauskommen, wo ich dieses Jahr besser machen, wo ich weiß, was ich besser machen kann. Und ja, klar, also es ist natürlich jetzt speziell wirklich auf die Olympiade wirklich so ausgerichtet und ist eigentlich das Hauptziel dann jetzt, sage ich mal, nicht die ganze WM oder Weltcup-Saison, sondern wirklich speziell auf die Olympiade hin. Du bist seit 15 Jahren im Weltcup unterwegs, seit 12 Jahren bei Großereignissen. Ja. Wie motiviert man sich da jedes Jahr aufs Neue, wieder ins Training zu starten? Ja, es ist natürlich schon so, dass ich mir, als ich mir irgendwann mal dazu entschieden habe, diesen Schritt zu gehen, oder ja, es ist schon immer so bei mir drin, dass ich, ja, so jeder hat seine Ziele und ich muss natürlich sagen, ich habe die jetzt noch nicht so erreicht, wie mir das auch vielleicht gewünscht habe oder so vorgestellt habe. Es war immer mal wieder was anderes und ja, wie gesagt, mir macht es unheimlich Spaß. Ich trainiere hier wahnsinnig gern und ja, deswegen ist es eigentlich, also brauche jetzt keine extra Motivation und um das zu machen und sondern wenn man sich immer wieder das vor Augen hält, was man schaffen will, oder dann geht es eigentlich dann auch wieder von alleine. Du hast die Ziele angesprochen, ein Weltcupsieg, ja, Einzelmedaille bei WM oder Olympia. Wäre das noch was? Ist das was, was weiterhin dich antreibt? Ja, wie gesagt, das ist natürlich ja, es ist extrem hart und schwer und ich arbeite schon viele Jahre da dafür. Es ist nicht so, dass es jetzt das erste Mal in meinem Kopf so ist. Aber klar, habe mich natürlich nicht aufgeben und versuche mich immer noch weiter zu verbessern und arbeite weiter an mir. Und klar gibt es natürlich die ein oder anderen, merke ich schon auch gesundheitlich, dass es nicht immer so mein Körper dann aussagt, okay, stopp, ihr brauche einfach jetzt auch mal meine Pause oder muss mal was anderes machen. Und aber ja, wie gesagt, ich denke so, die gewisse Balance zu finden zwischen Training und Regeneration und ja, dann hoffe ich, dass ich halt wirklich dann die Ziele auch mal nur erreichen kann und ja. Nun, warst du mal in Anführungszeichen Sprintspezialistin, bist jetzt eher auf den mittleren und langen Distanzen zu Hause. Gibt es ein absolutes Lieblingsrennen für dich? Ja, ich selber habe mich nie als Sprintspezialistin gesehen, muss ich sagen. Ich habe immer gesagt, ja, ist jetzt blöd, aber ich will auch über Distanz gut sein und wie gesagt, habe viel darauf hingearbeitet, viel trainiert, viele Umfänge, viele Jahre darauf hingearbeitet und ja, es gibt eigentlich kein Lieblingsrennen. Also Duathlon mache ich gern, ich mache den Einzelstart laufe ich gern. Also es ist jetzt keine Distanz, die ich extrem gern mag oder nicht. Die letzte Staffelmedaille, ja, für das deutsche Team gab es bei Olympia 2010.
Jetzt 4 Jahre später, wie gut stehen die Chancen, dass es bei Olympia vielleicht wieder zu einer kleinen Sensation reichen kann, darf? Ja, ich denke, so Höhepunkte haben schon ihre, so auch die, also hält immer so ein bisschen Überraschung auch mit sich oder bringt mit sich. Und ich hoffe, dass wir da auch wieder davon profitieren können. Und ich denke, wir sind wirklich ein starkes Team und auch junge Mädels, die nachkommen und die uns auch den Rücken stärken oder auch wirklich da auch einspringen können, wenn es mal nicht gut geht oder wo man weiß, okay, man da hat die und die Auswahl. Und ja, das tut uns schon gut und jeder arbeitet und jeder gibt sein Bestes und wenn jeder einen guten Tag hat, ist es natürlich unser Ziel, da wieder anknüpfen zu können, ja. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Danke dir und schöne Saison. Danke.